Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skyrim. Weiter geht's. So, ich habe die Baupläne, die in der letzten Folge hat sie ja gesagt, wir sollen die hier rausholen. Habe ich auch ganz kurz gemacht. Vampire kamen dazwischen. Die Tour war ziemlich gut. Und die Geschichte von der großen Mottenpriestersuche. Keine, die ich lesen würde. Irgendetwas Brauchbares? Ja, und zwar die eine Vampirfrau da. Trägst du das? Nee. Es geht doch nichts über eine... Wenn ihr meint, dass das uns nützen wird. Dann kann ich das auch wieder wegwerfen. Also verdammt unwert. Egal. Das hier wollte ich beim magischen Tisch lernen. Habe ich schon gelernt. Werfe ich aber jetzt nicht weg, weil es einen guten Wert hat und wir sind recht, sag ich mal, knapp bei Kasse. Wir haben noch nicht mal 2000 Gold. Und ja, aber Geld war ja eigentlich nie groß unser Problem. Egal. Dann hat die noch gesagt, ja, ich habe weitere Baupläne gefunden. Schön weiter, Wachturm. Ui. Das machen wir am besten von hier aus. Blätter in solchen Farben habe ich noch nie gesehen. Ja, jetzt schon. Ich wollte schon sagen, da ist jemand, aber es sind nur Tiere. Egal. Na komm, das nehmen wir noch kurz mit. Ja, was gibt es sonst Neues? Ja, ich habe mir letztens wieder ein paar Videos reingezogen. Motorradfahrer-Videos. Und manche werden ja greifen ja immer noch. Was heißt greifen? Behindern. Immer noch diese Motorradfahrer. Ich finde, das geht gar nicht. Ich selber habe kein Motorrad, habe noch nicht mal einen Schein. Aber ich würde wirklich einmal mit so einem Motorradding einmal richtig Gas geben. Drache. Das ist ein älterer. Also den sollten wir vielleicht ernst nehmen. Oh. Ja, vielleicht braucht. Ja, bitte. Wächter. Ihr braucht etwas? Nee, Wache steht da. Schwarzer Seenstein, danke. Ich darf mich einfach hier bedienen. Scheint eine recht harmlos zu sein. Also gegen mich haben sie nichts. Sind gekleidet, aber wie Banditen. Und ich darf mich hier einfach bedienen. Cool. Sehr sympathisch hier die Leute. Wo seid ihr? Ja. Ja. Ihr gehört mir. Ich hab doch... Achso. So, wir müssen querfeld ein. Okay, hier haben wir einen Wagenunfall, den wir natürlich ganz leicht anhauchen und dann fliegt er wieder 100 Kilometer. Wo Sarah stecken tut, oder ich glaube, so hieß sie. Sarah, schöner Name. Auf jeden Fall zurück mit den Motorradvideos. Ich finde, das ist absolut scheiße. Auch genauso mit den Mountainbikes-Fahrer oder diese, ich kenne diese unterschiedlichen Modelle nicht und Namen, extra Fahrräder, wo man hügeliges Geländer fahren tut, BMX, also so kenne ich mit dieses,
Dann gibt es ja noch, fahren ja manche Treppen runter, so da in der Innenstadt oder im Parks. Gucke ich mir immer wieder gerne an. Ich selber würde mich das niemals trauen. Aber immer diese dummen Sprüche von Fußgängern. Ja, das ist ein Fußweg, Fahrradweg. Das sind aber überall Schilder, wo steht, ganz klar steht, Fahrradfahrer ne, dürfen hier fahren und so. Ich selber fahre ja, war ich eigentlich zuletzt bei mir in der Stadt, ist aber auch schon eine halbe Ewigkeit her. Ich selber mag das überhaupt nicht, in der Stadt mit dem Fahrrad durch die Gegend zu fahren. Ich schließe immer mein Fahrrad, sag ich mal, am Rand der Stadt ab. Schließe es ab und den Rest laufe ich immer zu Fuß. Finde ich persönlich viel gemütlicher und bei mir zumindest in der Innenstadt ist pures Chaos. Mit dem Auto und Fahrradfahrer gibt es immer Schlägerei. Also jetzt nicht wortwörtlich Handgreiferei, aber es wird gehupt, ne? Dumme Bemerkungen. Bandit? Das aber eine Überraschung. Oh, okay. Und ich finde es absolut scheiße, dass immer diese blöden Scheißbemerkungen gemacht werden. Ne? Aber was will man da groß gegenartig machen? Besonders manche Leute werden ja immer noch aggressiver und hauen ja wirklich immer auf die Scheiße. Schwere Rüstung, danke. Ich habe keine Angst vor dir, weißt du das eigentlich? So, ich habe da was aufgehoben. Nee. So, viel Spaß mit Sterben. Ja, da ist es. Oh, bringt gut Geld ein. Alter, der Blitz haut ja richtig rein. Doch, ich. Also ich schlage dich ja nicht, ich verbrenne dich. Wenn man es so genau nehmen will, ne? Und ja, es ist unglaublich. Besonders die Leute gehen ja auch immer auf mehrere drauf. Was heißt mehrere? Also 5 gegen 1, das ist wohl ganz klar unfair. Aber wie heißt es denn? Es ist unglaublich. Mit Schlüssel, Springmesser, Schraubenzieher, hast nicht gesehen, Leute gehen dann auf die auf so welche Leute drauf. Ich verstehe das nicht. Und die Spinnenweben sind immer noch hier. Das ist, kotzt mich an und. Ah ja, hier habe ich das letztes habe ich schon versucht. Mit das hier. Schön, dass hier endlich ein Tisch ist. Auch Steine. Ich glaube, die lasse ich einfach mal liegen als Deko. Wir haben schon so viele. Endlich eine vernünftige Schmiede und. Versteht ihr euch mit Isheim. Er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Gepanzerter Troll. Seit wann sind Troller harmlos? Alter Schwede. Was für eine Rüstung. Ach du lieber Gott, die ganze Familie hier. Was kriegen die eigentlich zu fressen? Mir gefällt, ach, auch endlich eine vernünftige Rüstung. Es ist schön, jemanden zu sehen, der wird nur wenige. Ja, hier. Oh, gut. Es fing gerade an, langweilig zu werden. Sieh einer an. Ein explodierender Armbrustbolzen. Das wird spaßig. Ansichtssache. Lasst mich euch zeigen, wie es funktioniert. Ich werde schon bald einige zum Verkauf anbieten. Kann ich Ihnen helfen? Bereit für mehr? Ich bin es ganz sicher. Seid ihr so nett und besorgt mir einen weiteren Satz Dwemer-Diagramme? Ja. Verkauf. Es ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Brauchbares? Verbesserter Armut. 50% ist nicht schlecht.
glaube, wir geben Sarah überhaupt keinen Rucksack. Hast du zufällig? Nee, hat sie nicht. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Lebt wohl. Naja, aber was will man eigentlich dagegen großartig machen? Und dann heißt es ja, ich hau dich weg. Gleich hast du eine Anzeige. Ich habe mir alles aufgeschrieben und so. Das ist unglaublich. Und was am allerzahlsten ist, ist immer noch, dass das Fahrrad geklaut wird. Wenn die immer noch die Leute umschubsen. Da frage ich mich an, ernsthaft, wie hobbylos ist man eigentlich? In welchem Ort machen wir das denn am besten? Ich würde sagen, von hier. Ach ja, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich diese ganzen Baupläne offline hole, weil ja nochmal der Ort gezeigt wird. Also zweimal, und das möchte ich eigentlich nicht großartig. Aber die meisten Orte habe ich offenbar noch nicht entdeckt. Dieser Schrei ist einfach genial. Ey, nicht sie treffen, ja? Ist das hoch auch da? Ich glaube ja. Oh, stecke fest. Naja, auf jeden Fall, was will man eigentlich da großartig machen bei so welchen Leuten? Du kannst nirgendwo großartig mit dem Motorrad oder Quad machen. Wenn du auf dem Acker fahren tust, kommt der Förster um die Ecke. Wenn du auf der Autobahn hast, die Polizei am Arsch. Wenn du das in der Innenstadt machen tust, mit dem Motorrad, na gut, ist jetzt nicht ganz schön. Was willst du machen? Und dann gibt es ja extra nochmal nur für Leute, die mit dem Mountainbike fahren. Wächter von Slender. Das Leiden, das die Dedra verursachen, wird nicht ungestraft bleiben. Was willst du? Da wird auch schon dumme Bemerkungen gemacht. Ja, du haust im. Dann wünschst du dir den Tod. Kannst du Unfall, dann bist du tot. Hier ist übrigens ein Grafikfehler oder Programmierfehler, keine Ahnung. Ein Hase, wie schön. Hasen sind deutlich schneller. Also zumindest meine. Mein Gott, ist der groß. Echt super. Ne? Hier ist Gras und da hinten ist alles schon abgemäht. Ne? Was will man eigentlich da großartig machen? Besonders wenn du immer diese dummen Bemerkungen von den Leuten kriegen tust. Fahr richtig. Oder. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Was? Das wird euch eine Lehre sein. Ja, das. Keine Ahnung, was das ist mir jetzt auch egal. Da geht dir einfach die Lust weg. Und dann stellst du irgendwann das Mountainbike in den Keller und denkst ja, ach, ich fahre in 2 Wochen mit meinen Kumpels wieder los, kein Ding und so. Besonders in den letzten, ja, 3 Monaten war es ja wirklich angenehm mit der Temperatur, fand ich. Ab und zu mal kam die Sonne, auch in den letzten Tagen. Perfektes Wetter, also habe ich zumindest gehört, ein Arbeitskollege hat selber eine Maschine. Ja, sagt man ja so, Maschine, richtig. Er sagt, es ist ideales Wetter. Aber sobald er sagte, wenn der Winter kommt, ist in dem Gelände, besonders, man muss ja auch aufpassen, er sagte, schon einmal, nee, zweimal richtig hingefallen bei kaltem Wetter, wo auch Glatteis war. Er sagte, den Fehler macht er nie wieder. Und ja, dann ist eben halt diese Saison eben halt vorbei, wo du mit einer Maschine fahren kannst. Das ist auch, was war das denn? Was für eine Bärenfalle, gut versteckt. In
in DayZ habe ich mir mit Sicherheit dann schon einen Knochenbruch geholt. Ach ja, für DayZ gibt es ja ein Update 1.14. Oh, freue ich mich schon. Radioaktive Zone. Geil. Neue Waffe. Neue Crafting-Möglichkeiten. Fallen. Habe ich bei Abfindungen gesehen. Habe ich auch selber schon ganz viel gelesen. Aber ich weiß noch vom Thema ab. Das mit dem. Also das war jetzt übertrieben. Ey, mach die Beine zusammen, ne? Die Kamera läuft. Rüstung, die dort nein, Banditen und ich lasse sie einfach diesmal liegen. Man kann die auch überall fast kaufen. Wieso bin ich so langsam? Habe ich was abgekriegt? Okay. Ja. Also ich finde, es wird auch immer von den Videos ja immer schlimmer, wie weit die Leute immer gehen. Immer diese Aggressivität. Und dann versuchen wir immer die Motorradfahrer zu reden, aber wenn dann die Leute mit Gegenständen kommen, ganz ehrlich, ich fahre dann auch weg. Das ist mir dann einfach zu gefährlich. Zweitens ist mir das zu unvernünftig. Schlagen, hauen gegen den Helm und wenn dann später, sag ich mal, die Polizei kommt und der dann gegen den Helm geschlagen hat, sagt doch dann einfach, ja wieso denn, nach dem Helm, der muss das aushalten. Da denke ich, ich so alter Junge, halt die Fresse, ne? Der muss das aushalten, Helm, das war nur ein Test und so. Das sind einfach die exzellenten Leute, perfekten Leute, wirklich. Okay, genauso. Und was willst du mit so welchen Leuten, ganz ehrlich? Ne? Und dann heißt es, ich habe Kampfsportausbildung. Schau dich weg, Junge und so. Was willst du mit so welchen Leuten? Ich verstehe das nicht. Halt, das will ich mitnehmen. Aber muss man echt nicht verstehen. Und dann sind noch immer noch, da denke ich noch, wo hast du deinen Führerschein gemacht, Junge? Wo hast du deinen scheiß verfickten Führerschein? Ja, Entschuldigung. Aber ganz ehrlich, wenn da so ein Motorradfahrer richtig fährt, so von der Seite, ich wiederhole, von der Seite, ganz knapp, das ist noch nicht mal 50 Zentimeter, ein Abstand vom Motorradfahrer zum Auto. Weil er denkt, ja, da ist so viel Platz, ich habe doch so einen kleinen Audi, ich fahre da mal vorbei, das ist doch überhaupt nicht eng und gefährlich. Wieso Leute, warum können die Leute einfach nicht langsam fahren? Was heißt langsam? Einfach vorsichtig. Ich will was testen. Jo, ich bin tot. Nein, doch nicht. Fischer. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ich klau dir nichts. Zumindest aus deinem Haus. Du hast ja auch nichts. Meine Wilderei tut doch niemandem weh.
hat ja auch keiner gesagt. Auf jeden Fall, da wird man selber aggressiv, wenn man solche Videos guckt. Wie die Leute einfach auf die Motorradfahrer oder auf die Fahrradfahrer. Ich meine, ein Video, da gab es eine Polizistin, die war cool. Ja, ich weiß nochmal, da haben sind durch die Innenstadt gefahren und da sind zwei Polizisten auf Streife gewesen, also ohne Auto zu Fuß in der Innenstadt. Natürlich auch mit Maske und so alles, Abstand und so. Und da sagte sie, endlich mal einen gescheiten Fahrradhelm. Der Spruch war legendär und er hat gesagt, ja, endlich mal was Vernünftiges, oder? Da sagte sie, ja, und sieht auch gut aus. Sie war erstens korrekt, sie hat keine dummen Bemerkungen gemacht, sie hat normal gesprochen war auch noch so nett und hat ein Kompliment gemacht. Vor allen Dingen diese Motorradhelme, darf man die eigentlich auch Fahrradfahrer benutzen? Als Ersatzfahrradhelm? Darf man das eigentlich? Wegen der Sicherheit, Versicherung und so alles, darf man das eigentlich? Und zählt es eigentlich darunter? Das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, selbst wenn das nicht so wäre, hätte die Polizistin mit Sicherheit was gesagt, weil das ist ja ihre Aufsicht, Verordnung und wenn was falsch läuft, den Leuten das zu sagen. Ne? Und vor allen Dingen, das Beste ist ja immer noch, die Leute sagen, das ist zu laut, das ist zu laut. Und wenn der Motorradfahrer dann sagt, das ist alles originale Bauteile, ne? Wir können die Polizei anrufen, dann wird alles geklärt und dann wird ihnen das eben halt vorgelegt, dass das eben halt so original laut ist. Ne? Mein Vater, der kennt sich super mit Autos aus. Der hat selber einen BMW, aber das ist auch eine ganz andere Geschichte. Der kann das Auto ein bisschen schneller machen, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und er weiß auch, wie man den Sound vom Auto lauter kriegt, ohne viel herumzuschrauben oder was dran zu bauen oder was abzuschrauben. Die meisten Leute sehen dieses laute Geräusch von Motorrädern, so empfinde ich das, als Angriff, als Provokation. Ich bin hier, ich hau dir was auf die Fresse, weil ich eine laute Maschine habe. Was soll das? Hä? Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Also mich persönlich stört das jetzt nicht, wenn da so ein Motorrad langfahren tut. Und das ist eben halt, ja, ob das laut oder leise ist, ist immer so eine Empfindungssache. Aber was ich persönlich nicht so mag, das sage ich ganz ehrlich, ist dieses mit Absicht ordentlich Gas geben. Auf der Stelle. Mit voller Absicht. Das ist, muss man nicht. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ne, ich bin kerngesund. Hoffentlich verstehe. Ja, Mal hier. sehen, was ihr da habt. Aha, dieser ist so ähnlich wie der explodierende Bolzen. Mit dem Unterschied, dass er messerscharfe Eissplitter versprüht. Wie reizend. Hier, ich zeige euch, wie es funktioniert. Wenn eure Schmiedekünste gut genug sind, solltet ihr sie selbst. Kann ich Es ist helfen? sagenhaft, was ich durch das Studium dieser Dwemer-Baupläne alles lernen kann. Wollt ihr losziehen und noch einige weitere besorgen? Ja klar, Es wieso ist nicht? eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Brauchbares? Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Naja, aber was wird's? Das will man großartig dagegen machen. Bis zum nächsten Mal. Aber ich schätze, im Winter kommen wahrscheinlich gar keine Videos, weil alles ist, ne? Arschkalt. Aufpassen auf der Straße und so. Ist natürlich klar. Aber ich würde sagen, wir machen auch hier wieder Schluss. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt eure Meinung. Was ist eure Meinung? Es muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ja, schreibt eure Meinung zu den in den Kommentaren, was ihr zu den Videos hält mit die Vampire, ne? Fortgeschrittene Wesen.
Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Würde mich interessieren, was habt ihr, was meint ihr über diese Motorradgeschichte oder Mountainbikes-Fahrer? Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Ich meine, wenn die sich auf die Klappe legen, dann ist das von denen das Problem. Na gut, wenn da ein Zusammenstoß kam, bei einer Streiterei oder einem Unfall gehören immer zwei. Das ist klar. Oder du fährst mit Absicht gegen den Baum. Egal. Lass uns nach drinnen gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Du warst lang genug in einer Höhle, meinst du nicht? Schreibt eure Meinung wirklich in die Kommentare. Würde mich echt interessieren. Ich würde sagen, ja, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt einen Daumen nach unten. Falls ihr Fragen habt, bessere Tipps oder sonst was, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde sagen, das war's. Euer Praktikant und ciao.